Hallihallo, Freunde, und willkommen zurück zu The Last of Us 2, einer Welt, die froh sein kann, dass die Münder der Infizierten nicht ganz so groß sind wie das hier, sonst wären wir nämlich alle schon Pilzhappen. Ja, letzte Folge haben wir eine absolute Perversion der Natur bekämpft und danach einen kleinen ruhigen Moment mit Alice verbracht, indem wir ihr einen Tintenfisch aus Gummi zugeworfen haben. Ehrlich, ich fand den Moment schön. Es war wirklich eine Abwechslung mal zu diesem ganzen Horror davor. Alter, ey, ich habe heute noch Albträume davon. So. Jetzt wird's aber Zeit, Lev zu finden. Der ist nämlich nicht so begeistert von der Idee, Seattle zu verlassen. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, wer könnte eure Mama überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich habe eine Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Was meinst du, warum er es getan hat? Lev ist transsexuell. Meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Es ist Zwangsehe. Iskars. Auch wenn das offensichtlich ist bis jetzt, oder an der Stelle schon, sind nicht die Erlöser, für die sie sich halten. Sie sind die Hölle. Sie sind genau derselbe menschliche Unrat, der hier schon vor 500 Jahren auf dieser Welt gelaufen ist. Einfach nur nochmal quasi ein Reboot davon. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Ich hab's jetzt gerade nicht mitgekriegt, wo Santa Barbara ist, aber gut, was soll's. Alter, das ist doch... Hier muss es noch irgendwas geben. Ja, ein paar T-Shirts. Na, hier zum Beispiel. Oh nein, nimm das daneben mit dem Wal, das ist süß. Swim, swim. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Entschuldigung mal bitte, sag mal, willst du mich verarschen?
Hier, guckst du dir doch mal an. Es gibt nichts Besseres als dieses Shirt. Nichts. Oh, oder das hier mit der Robbe. Leute. Ja, das ist halt... Ich glaube, bei Lev ist da, steckt da dieser Wunsch dahinter, dass seine Mutter ihn am Ende des Tages doch so akzeptiert, wie er gerne akzeptiert werden will. Aber ich fürchte, da wird kein Weg reinführen, wenn die wirklich so tief da in diesem Kult drinsteckt. Und in so einem Fall, auch wenn es eine schwierige Entscheidung ist, muss man dann aber einfach einsehen, dass das dann eben wirklich eine Person ist, mit der man nur eins machen kann, nämlich sie hinter sich lassen. Kann ich zu dem Thema auch den Anime Assassination Classroom empfehlen? Der thematisiert das auch. Also, dass es einfach Menschen gibt, die man ja im Leben halt einfach zurücklassen muss und um die man sich nicht weiter kümmern sollte. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Na du, ich weiß nicht. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also... Du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mann. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lass sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja. Indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Oh, Lev. Ach du Scheiße, was haben die denn hier? Da ist der Yachthafen. Ach nee, Quatsch, das ist noch gar nicht die Insel. Alles gut. Ich dachte jetzt, weil die Schiffsmasten so ein bisschen aussahen wie Kreuze, wisst ihr? Aber nee, die haben ja gar kein Kreuz als Symbol. Nutzen Wolves diesen Ort? Wir legen ein paar unserer Boote. Okay. Okay, wir brauchen dringend... Sekunde, ich muss mich hier unbedingt ein bisschen mehr umsehen. Wir brauchen dringend Muni. Ganz besonders Gewehr und so. Boah.
bereue es aber nicht, dass ich zu viel davon verballert habe. Gut, zugegeben, das Vieh am Ende hätte man, glaube ich, auch mit Nahkampf kalt kriegen können. Da hatte ich aber leider keine... Oder doch, hatte ich eine Nahkampfwaffe? Nee, ich hatte keine Nahkampfwaffe mehr, ne? Ich habe wohl jetzt keine. Wo ist denn das hin? Ich hatte doch eine Brechstange aufgenommen. Wann habe ich die denn benutzt? Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ach hier, oder? Hier. Ich hab dich. Yara, das ist das. Die schlimmste Idee aller Zeiten, dass du hier mitkommst. Auf geht's. Die wird sowas von verrecken, ich sag's euch. Vorsichtig. Das muss doch auch noch übelst wehtun. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Wir stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind Sie sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, das ist der Punkt. Das habe ich gemeint mit. Das wird halt sehr schwer für ihn, das in irgendeiner Weise loszulassen. So, nee. Muss mal ganz kurz was schauen. Kann ich irgendwas herstellen, um noch ein paar Sachen frei zu machen? Nee. Sieht nicht so aus. Wie kommen wir von hier zum Yachthafen? Lass uns draußen rumgehen. Das dürfte doch jetzt aber die Szene werden, in der sie auf Tommy trifft, oder? Ich weiß es nicht damals. Hier runter. Das war ja dann die, also die Stelle war, da Jesse hat sich von Dings von Ellie getrennt. Halt deinen Arm trocken. Es ist schon zu spät. Ach Gott. Und meinte dann ja so, ja, so, wir müssen Tommy helfen. Und ich dachte, ich weiß jetzt nicht, ob das damals sicher war, dass Tommy Abby gestellt hat. Oder ob das nur eine Möglichkeit war, wisst ihr? Ob das so, hey, es ist eine, die auf Abbys Beschreibung passt. Die Flammenwerfer-Muni so mitten auf der Straße. Geht's denn lang? Ich meine, ich würde jetzt in echt würde ich jetzt über diese Trümmer hier drüber. Wo zur Hölle? Oder was? Hä? Oder hier? Nee, auch nicht. What? Wo geht's denn hier lang? Hier, oder? Ja? Hier. Ja, auch nicht. Hä? Hier hoch, geh da hoch, stell dich. Mann! Oder hier hoch.
Hier sind wir reingekommen, oder? Sind wir reingekommen? Also, ich bin schon manchmal blind, ich weiß, aber... Geh nochmal hier hoch. Komm, siehst du besser. Oder doch, von dem Lastwagen meinetwegen aus, wenn du da jetzt... mit Anlauf darüber springst? Nee. Hier irgendwie. Oder hier hoch. Aber das kann doch auch nicht sein, oder? Alter, ich werd nicht mehr. Hey, vielleicht geht's hier durch. Sorry, aber das sah echt nicht so aus, als ob man da lang könnte. Na gut. Ganz schön in die Gülle. Hier was drin? Nein. Aber ich bleib jetzt hier drin. Für immer. Ich wohne jetzt in diesem Rohr. Und ich werde bekannt werden als Rohr-Abby. Die Dame aus dem Rohr die Wünsche erfüllt. Ist alles besser, als wieder gegen so ein Vieh kämpfen zu müssen. Ich habe irgendwie so ein dummes Gefühl... Na gut, jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich hatte vorhin noch so ein dummes Gefühl, das Vieh teilt sich nochmal auf und muss dann nochmal dagegen kämpfen. Wir müssen zur Straße hoch und aufbauen. Meine dritte Runde. Okay, klingt gut. Ja? Yara. Ich glaube, das ist schon eine ganz schön, also eine gigantische Einschränkung, wenn dir ein Arm fehlt. Nicht zu sagen, wenn du da irgendwie so Kriegsverletzte hast, denen einfach mal beide Arme fehlen. Kann man gar nicht vorstellen. Also ich meine, ja klar, irgendwie kannst du da auch weiterleben, ne? Irgendwie geht's immer weiter, aber... Ich will es mir halt einfach echt nicht vorstellen. Also normal ist dein Leben dann garantiert nicht mehr. Sondern hier. Fanatisch. Oder? Ich glaube, kann das sein, dass die Übersetzung da ein bisschen falsch ist, weil laut den Buchstaben, die auf dem Blatt waren, das Original könnte da jealous gestanden haben, also neidisch. Aber die Buchstaben hier ergeben eindeutig, also bei der Übersetzung ergeben eindeutig fanatisch, würde ich jetzt mal behaupten. Außer, das ist noch ein Wort, woran ich überhaupt nicht denke. Egal. Vicky, sei vorsichtig. Mein Boot wurde heute zweimal beschossen. Du solltest mit dem Kutter lieber weiter rausfahren. Es ist starker Seegang und du wirst vermutlich dein Essen wieder ausspucken. Aber das ist immer noch besser, als von einem Scar abgeknallt zu werden. Wir sollten lieber kämpfen, um den Brutplatz zurückzukriegen. Wenn wir weiter so tief ins Scar-Territorium eindringen, betteln wir ja förmlich um Ärger. Was zum Henker denkt Isaac sich bloß dabei? Vielleicht können wir nach dieser Schicht darum bitten, woanders zugeteilt zu werden. Ich schäle lieber alle Kartoffeln der Welt, als wieder erwischt zu werden. Bitte sei vorsichtig, wir sehen uns zu Hause. Kent. Okay, ich habe 46 Zusätze. Ja, was machen wir denn da? Sprengstoff und Klinge. Mit Jagdmunition. Oder mehr Rauchbomben. Ich würde mal sagen, Jagdmuni.
Denn dann kann ich nämlich hier mal ein bisschen was mit verbrauchen, wenn ich es sonst nicht brauche. Verstehe zwar nicht, wie sie das... Oh, wartet mal. Wenn ich jetzt hier... Nein, das will ich nicht. Das will ich, so. Dann mache ich mal meine Gesundheit voll. Weiter geht's. Die ist ja nicht... Die ist ja alles andere als schlecht. Wo waren jetzt die Leiter? Hier. Die ist ja alles andere als schlecht, die Jagdpistole. Bleibe auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaffe es. Okay? Okay. Das dürfte nämlich jetzt Tommy sein. Das heißt, sie wird jetzt mit Tommy ankommen, also sie wird jetzt mit Tommy zu tun kriegen, aber der wird das ja überleben. Das müssen wir ja schon. Und die werden dann auf diese Insel abhauen, werden Lev holen und dann, denke ich, kommt dieser Moment. Ja. Den ich schon herbeifiebere. Runter! Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los. Bleiben. Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht, Insekten? Haben uns hart zugesetzt. Tommy ist schlau, der hat Licht angemacht, damit man ihn nicht sehen kann. Man wird automatisch geblendet, wenn man in die Richtung zielt. Klasse, was mache ich denn jetzt? Ich muss wahrscheinlich die Toten, oder? Als... Hinweis nehmen, wo er hinschießen kann. Also da zum Beispiel in die Richtung nicht, da ist einer. Hier lang. Au, Alter. Abby! Ich hätte wahrscheinlich rennen sollen, oder? Es ist nichts. Es ist nichts, nur meine rechte Gehirnhälfte. Nicht lang.
Jetzt könnten wir hintereinander schießen. Nochmal. Okay, ich muss es wie er machen. Da drunter durch. Tommy. Oder warte mal, was ist denn das? Ach so, dort ist er. Ja, lass mich mal ganz kurz hier. Oh, ich kann gerade nichts fertigen. Soll ich vielleicht mal darüber? Cuidado! Vergiss die Straße! Was sollen wir machen? Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Los. Vielleicht nicht die explosiven Fässer? Der Karren fällt auseinander. Wir müssen weg. Los, los. Die Beine in die Hand, die Beine in die Hand. Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Shit. Tommy. Tommy, ich bin jetzt gleich bei dir. Zu schade, dass ich jetzt schon weiß, dass daraus nichts wird. Ach. Auch mal interessant oder spannend, so eine Stelle. So. Manny. Sie zu uns. Bereit machen. Holy shit, Alter. Verdammt, nicht schon wieder!
Ich drück doch! Es gibt's überhaupt nicht. Ich drück auf! Ausweichen wie ein Weltmeister und die macht's nicht! Was ist denn mit dir los? Warum? Ist da. Ey, ich schwör bei Gott, ich drücke L1 wie ein Weltmeister und die weicht nicht aus. Ich glaube, genau hierfür brauche ich jetzt die mal, dass ich die mit einem Schuss weglasse. Tommy, ey. Warum klappt das denn nicht mehr? Ey, das ist bis jetzt die schlimmste Szene. Das ist so nervig, ey. Warum willst du nicht ausweichen? Meine Fresse, nur eins. Bis zur Brücke, bevor er abhaut. Ja. Du willst mich doch komplett verarschen, ey. Ey, nee, sorry, das ist nicht meine Schuld. Das ist nicht meine Schuld, wenn die nicht ausweichen will. Ich mache hier nichts anderes als vorher auch. Alter, den würde ich jetzt mit dem Golfschläger totprügeln. Gerade. Nein, ich weiß, es ist Tommy und so, aber... Fuck, Alter. Wo? Hier. Wo ist der hin? Er kann nicht weit sein. Okay, das müsste eigentlich ein Treffer gewesen sein. Weiter! Ja, ich brauche kurz mal medizinische Hilfe. Das darf
du okay? Soweit. Wenn du das Arschloch zu Isaac bringst, stehst du wieder gut. Abwarten, was von ihm übrig bleibt. Meine Fresse, noch eins, ey. Ich hasse das Gefühl der Kontrolllosigkeit so zutiefst. Wenn ich so das Gefühl habe, ey, das ist jetzt gerade echt nicht meine Schuld, dass ich hier getroffen werde. Das ist einfach nur das Spiel, was ein Arschloch ist. Weil ich das halt nicht einschätzen kann, wann der schießt. Ich bin jetzt einfach nur Manny hinterher und dann auf einmal so, ja, zack, wieder ein Treffer. Wieder ein bisschen Gesundheit weg. Ja, komm. Ja, wieder so ein Hai. Ist das mit Absicht dahin platziert? Dass das so aussieht wie so ein Callback zum Aquarium. Na, was ist jetzt? Nein, was? Edward, warte. Aber besser, ich verschwende ein bisschen von der billigen Pistolenmuni. Manny wird hier garantiert sterben, oder? Ich sag's grad mal. Machen. Ich kann doch gar nicht gewinnen. Das war hier gar nicht vorgesehen. Ich weiß doch, dass der dann am Ende wieder ankommt. Ist er das da hinten? Nee, das ist aber nur so ein... Alter, was denkt das Spiel denn, was ich jetzt hier mache? Was ist denn jetzt überhaupt das Ziel? Soll ich ihn killen oder soll ich hier entkommen? Hier noch irgendwas? Irgendwas Nützliches? Nee.
Nehmen mal die hier. Wir laufen und dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Boot. Alter. Holy fuck, und es sind schon 42 Minuten auf der Uhr. Mann, warum lasst ihr mich die Folgen so lange machen? Naja, weil ich immer die Sequenzen beenden will. Ist das nicht Space Leader? Nee, Quatsch. Das ist ein Wahrzeichen in Seattle, die Seattle Space Needle. Ey, das Spiel muss mir langsam mal ein bisschen Muni geben, ey. Es wird langsam knapp an allen Enden. Na gut, so soll es ja eigentlich auch sein. Okay. Wir gehen aber nicht weiter, sondern wir beenden jetzt die Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich hier immer über eine nette Bewertung und einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Haut rein. Oh, Sekunde, bevor ich beende. Ich wollte es nur sagen, jetzt sind wir definitiv auf Kurs. Das, was ich schon immer erwarte. Das war jetzt der Moment am Yachthafen, wo Tommy auf uns geschossen hat. Jesse müsste jetzt quasi auch auf dem Weg zum Yachthafen sein. Das war jetzt der Moment, wo, ich glaube, da war Ellie da überhaupt schon beim Krankenhaus? Nee, das kommt jetzt erst noch, ne? Ellie müsste jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus sein, gerade während wir das ja machen. Das heißt, dann stirbt Nora und ja, dann wird's so werden. Wir machen die Insel jetzt und dann kommt sie zurück und dann müsste der Moment sein, wenn sie dann Owen und Mac im Aquarium findet. Und dann führen die Handlungsstränge wieder zusammen und darauf freue ich mich schon. Weil entweder ist dann das Spiel zu Ende oder es beginnt dann quasi so Kapitel 3, wenn man so will. Naja, bis dahin, haut rein.